Hallöchen, Hallöchen, da schnaubt er ins Mikro und willkommen zurück zu World of Warcraft. Ja, hallo, Hallo. da sind wir wieder. Nach einer kleinen Pinkelpause, die für euch einen Tag gedauert hat, für uns nicht, Ähnlich lange, aber streifen wir weiter durch die Welten Wälder. von. Hier sind auch ein paar Bäume. Wo? Ach ja, da die drei Palmen meinst du, ja, Ja. Wälder hier. Für mich als Stadtkind ist das ein Wald. So, wir müssen jetzt irgendwie Ebenenschreiter erschrecken oder so. Indem wir sie halb töten. Oh. Oh. Also ups, halb töten. hat keiner gesehen, oder? Vielleicht greift nur einer von uns die an. Ja, vielleicht. Wir sind einfach so imbar. Ich setze nur einen Dot drauf. So, mehr mache ich nicht. So, hau ab, Ebenenschreiter. Flieh! Lauf! So, jetzt Ah! läuft er. Übers Wasser. Er ist Jesus. Jesus war ein Ebenenschreiter. Oh Mann, ey. Ich hab Oh, Angst. okay. Hab schon wieder vergessen, dass es das ein Ebenenschreiter ist. Mein Gedächtnis ist super. Ja, wir haben bestimmt 2 Sekunden jetzt gespielt. Der Südstrom. Durotar. Du Rotar. So, da ist der letzte. Oh, mein Schattenwort verfehlt. Jetzt trifft es. Flieh! Lauf! Lauf, Forrest! Hi. Ja, der ist ja. Der geht einen Schritt nach rechts, aber ist geflohen. Ja, Naja, Wahnsinn. Hauptsache das. Was machst du denn da? Aua! Das Aua! Herbkreischer, nee, Hiebkreischer. Herb. Oh, jetzt drückst du wieder die Windows-Taste. Gut, dass sie aus ist. Jetzt habe ich hier auch im Healbot so ein Fenster für den Hiebkreischer und wollte den gerade heilen. Oh, super, er hat einen kleinen Tierknochen. Einen hohlen kleinen Tierknochen. Ja. Warum droppt er keine Epics? Was waren das überhaupt? War das ein Questmob? Nee, Nö. doch. Wir hatten Ausrufezeichen. Echt? Ja. Ach Mensch. Wahrscheinlich hatten wir die Quest noch nicht. Wahrscheinlich kommt die jetzt. Und Der redet das. nur alle 20 Minuten. Ich wollte gerade sagen, ich wollte 2 Stunden sagen, aber 20 Minuten ist auch gut. Ist vielleicht sogar ein bisschen realistischer. Nein, ich denke 2 Stunden, da bist du gut mit dran. Ich weiß gar nicht mehr wofür, aber für irgendjemanden habe ich mich, für irgendeinen Mob habe ich mich immer an einer bestimmten Stelle ausgelockt mit einem Charakter Aha. und habe mich irgendwie alle, weiß nicht, 3, 4 Stunden mal wieder eingeloggt, bis er dann irgendwann gespawnt. Ich weiß nicht mehr warum. Nee, das war für so ein, Nee, nee, das ne? war für eine Blume. Hallo. Also. Ah. Man ist Ey, Sintaji, das haben wir gerade schon gemacht. Aber das zählt nicht. Nee, okay. Da wusste er es noch nicht. Aber vielleicht spawnt er ja, wenn jemand die Quest annimmt, nochmal neu. Wäre sinnvoll. Glaub mal dran. Nein, jetzt, ich weiß, es war kein Mob, es war eine Blume. Was für eine Blume gewartet? Ja, genau. Es war ein so ein schwarzer Lotus oder wie die heißen. Okay. Diese relativ seltenen. Also damals zu Klassikzeiten. Naja. Ich habe die eigentlich nicht gebraucht, ich habe es immer nur verkauft. Aber habe mich halt mit meinem Charakter auf den Spawnpunkt dieser Blumen gesetzt und immer mal wieder eingeloggt. Total spannend. Da ist er, siehst du mal. Tatsache, der Hiebkreischer. Bester Name ever. Blutkrallen-Sensenschlund. Okay, er hat's. Das ist Platz 2. Hiebkreischer oder Blutkrallen-Sensenschlund? Die teilen sich einfach. Ja, Platz 2. Ja. Wir warten noch auf unseren Platz 1. Genau. So. Der Platz 1 ist Baumkopf Holzfaust. Was? Kennst du den nicht? Nee. Aus Diablo 2. Sagt mir gerade nichts. Schade. Das ist so ein, welcher Akt ist das? Der erste? Ich weiß es nicht, da muss man irgendwo, das ist, glaube ich, bevor man durch dieses Portal nach, hier Tristram kommt.
Okay. Ich glaube, irgendwo läuft, da muss man diese Schriftrolle holen. Da muss man, glaube ich, Baumkopf, Holzfaust umbringen, wenn mich nicht alles täuscht. Ihr dürft mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Beleidigen. Das auch. Aber dann werdet ihr geblockt. Schade. Auf dann. Auf dann. Hey, ich habe einen Umhang. Yippie. Wo ist denn eigentlich der Ruhestein? Dunkelsperrküste. Oh, ja, den hätten wir mal umsetzen können. Nee, so schlau waren wir damals nicht. Aber wir sind jetzt älter und weiser geworden. Ja, genau. Ich auch ein bisschen weißer, also auf dem Kopf zumindest. Du bist doch noch nicht weiß. Naja. Dann zeigen wir mal einen Haustierkampf. Gar nicht. Nö. Okay. Dann mache ich mal ein Special irgendwann. Aber da kriegt man auch EP. Denn, das heißt, dann überhole ich dich. Ja, vielleicht mache ich dann offscreen. Ach so. Zwei Special. Ach so. Zwei Special irgendwie irgendwo grinden und 7 Level im Vorsprung sein dann wahrscheinlich. Ja. Warum muss das Ziel eigentlich bei meinem Schattenwort nicht vor mir sein, bei allem anderen aber schon? Das ist halt so. Das macht doch gar keinen Sinn. Na? Wenn du hinter mir sprichst und ich flüstere ein Wort nach vorne, hörst du das nicht. Ja, das stimmt. Aber wenn ich heilige Pein werfe. Wie wirft man denn heilige Pein? Weiß ich nicht. Knobelst du halt zusammen und dann... Dann wirst du die los. Ja. Wir laufen... Da ist der Pfeil. Ja, wir wollen aber nicht dorthin. Wir wollen erstmal... Ach nee, stimmt. Ach, wir wollen da zu dem Pfeil. Ja, okay. Huch, den wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich den Falschen gepult. Na toll. Na egal. Ich habe mein Schild. Lauf einfach weiter. Lauf um dein Leben. Ich habe heute übrigens Taken 2 gesehen. Der ist doof. Ja, ist blöd. Ja, nicht so toll. Klingt gut. Ist irgendwie dasselbe, nur in doof von Taken 1. Ja. Habe ich mir fast gedacht, deswegen habe ich ihn noch nicht gesehen. Hast nicht viel verpasst. Aber Maniac, wo ich vor 3 Folgen mal darüber gesprochen habe, mit Frodo. Den kannst du dir mal tun, aber nicht das, also schon mit Frodo. Drauf achten, nicht, das ist nämlich das Remake. Okay. Der ist original so aus den 80ern. Naja, Filme aus den 80ern sind so grenzwertig. Die meisten, ja. Ja. Aber das Remake mit Elijah Wood ist nicht schlecht. Ist ja auch Frodo. Genau, richtig. Ist so aus First Person gedreht. Wie? Ja, also First Person sagt dir jetzt schon was. Also man sieht halt die meiste Zeit aus den Augen von Frodo. Aus der Perspektive. Ja, das sieht man manchmal im Spiegel und auch sonst manchmal. Das ist ja cool. Ja. Jetzt hast du auch 50 Quests abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist die Frage, warum hast du vorher 50 Quests abgeschlossen? Ich habe keine Ahnung. Mir langsam auch alles scheißegal. Genau. Aber wir müssen da lang. Können wir nicht fliegen? Ach so. Ah, meine Beine sind voll müde. Du hast dicke, haarige Bärbeine. Bärbeine? Können wir dahin fliegen? Ich weiß es nicht. Nee, eigentlich nicht. Fliegen dauert länger. Ja, okay, dann laufen wir. Guck mal, da ist Zentabra. Wer? Zentabra. Stufe 90. Steht da einfach rum. Und wacht. Mit 393.000 Leben. Und wenn alle Stricke reißen, wird die Natur euch führen. Und wenn alle Stricke reißen, wird die Natur euch führen. So deep. Dude, you're so deep, I can't even see you anymore. Fuck you, I'm a unicorn, sag ich dann. Wir müssten eigentlich unten lang gehen, oder? Ist das egal? Ist egal jetzt. Okay. Also so Liebesgott und dann so ein dicker Bär ist irgendwie... hat was. Das ist von diesem Valentinstag-Gedöns, oder? Ich meine auch, ja. Ja. Ich habe auch der Unermüdliche. Was ist das? You know what I mean. Kann man das zusammen machen? Der unermüdliche Liebesgott? Nee, leider nicht. Ich habe auch Jenkins. Was muss man denn da machen? Man muss... Das, was er gemacht hat, oder was? Ja, so ungefähr. Ach so, oh, cool. Du musst so und so viele Viecher pullen, ohne zu sterben dabei. In hier Blackrock-Spitzen gedöst. Genau, ah. Ja. Jetzt heiße ich Pantipota Jenkins. Das finde ich schön, dass sie sowas eingebaut haben. Ja. Da sind wir wieder bei den Details. Ja. Das Spiel ist scheiße, aber die Details sind super. Da fängt es bei mir gleich wieder an zu ruckeln, wenn ich was Schlechtes über das Spiel sage. Ja,
lästere nicht über deinen Gott Blizzard. Das ist ja fast so wie Apple, ne? Kann man so ein bisschen vergleichen vielleicht. Gibt riesige Fanboys und Leute, die es einfach abgrundtief hassen. Oder? Kann man das? Ja, schon, aber ich finde abgrundtiefer mit Doppel-V. Und A am Ende. Ja. Ich finde, Hass ist da nicht angebracht, weil Blizzard gibt sich im Gegensatz zu Apple, finde ich, richtig Mühe. Ja, gut. Ja, am Anfang. Am Anfang, solange es Spaß macht. Ja, genau. Aber bei Diablo 3 ja irgendwie auch nicht mehr so richtig. Ja, das stimmt. Das war mehr so Lückenfüller irgendwie. Ja, aber für was? Ja, das wissen sie noch nicht. Ach so. Gehen wir jetzt hier hoch oder gehen wir Harpien? Ich würde sagen, der alte Gore, der hat jetzt schon so lange gewartet. Ach so, okay. Es sieht schon nice aus hier. Ja. Aber meinst du jetzt Orgrimma oder allgemein? Nee, der Arsch von meinem Bären. Der sieht auch schon geil aus, ja. Ich wollte nicht den Fisch anklicken, ich wollte dich anklicken und dann einen Emote machen. Wildes, ausgewachsenes Schwein namens Gnaxi. Na, pass mal auf, du. Hier. Zack, gepult. Jetzt musst du mir helfen. Ich muss gar nichts. 400 Leben. Was hast du? Oh, auch 450. Ja, in Bärengestalt, ne? Naja. Bärenmarke. Qualität. Also was meinst du, dass Orgrimma nett aussieht oder so allgemein? Ja, Orgrimma meinte ich jetzt. Also von außen ja, wie gesagt, innen verlaufe ich mich immer. So, Zischel Dunkelklaue. Zischel? Ach der, oh, wie habe ich ihn früher gehasst? Oh ja, aber der ist jetzt tot. Wie oft bin ich an dem gestorben, ey? Ja, das stimmt, da ist man echt sehr oft gestorben. Ja. Shin Steinsäule, lauscht der Moral der Geschichte von Shin Steinsäule. Ja. Erzählt mir eure Farbe, Shin? Eines Tages war der Wolf sehr hungrig, also lief er nach Osten, um Nahrung zu suchen. Ich sehe dich, der Wolf. Oh, guck mal, wir können sprinten. Je weiter er lief, desto stärker knurrte sein Magen. Ich laufe nach Osten, wo läufst du denn hin? Osten. Achso, ach, du bist da. Ich dachte, du bist der Pfeil. Nee. Der Wolf lief und lief auf der Suche nach einer leicht verdienten Mahlzeit. Der Wolf lief und lief. Also, du hast zuerst getriggert, wie gemeint. Warum können wir hier die Grunzer angreifen? Wollen wir das machen? Schlechte Idee? Nee, geht gar nicht. Wir haben leider keinen Angriffsskill. Ich kann ihn nur anbellen. Das ist alles eine Verschwörung. Das ist bestimmt alles wegen der Belagerung, die ansteht. 100%. Wahrscheinlich, ja. Guck mal hier. Was denn? Oh mein Gott. What? Hallo, wieso habt ihr denn Trollinnen gefangen? Und einen Troll? Ja, das sind die Verräter, die zu Garrosh gehören. Welche, die Trolle oder die Orks? Die Orks. Krass. Deswegen ist ja bald hier die Belagerung von Orgrimma. Was ich so alles nicht mitkriege, ey. Also sind alle Korkon doof, Korkron. Oder? Nee, eigentlich so, nicht, okay. weil in Cross, nicht in Crossroads, in Klingenhügel sind ja auch Korkron. Stimmt, ja, vielleicht ist Klingenhügel auch schon. Oh nein, und wir haben Quests für sie erledigt. Okay, ich reite weiter nach Osten. Doch der Wolf war faul und wollte nicht für seine Mahlzeit arbeiten. Und dieser Wolf hieß Rainbird. Rainbird. What the fuck? Was denn? Huch. Komm, wir gehen mal raus aus unserer Gestalt und greifen ihn an. Das sind die aus Cataclysm. Die ja. Mit dem Drachenmal hier. Ja, genau. Und diese eine kann diesen riesen Drachen in Schach halten. Wow. Das ist die Anführerin von denen. Respekt. Das ist ja alles... Oh, ich hab so viel verpasst. Oder sind... Unter dem Drachen sind übrigens die Kodos, zu denen wir müssen. Wir müssen zu den Kodos? Ja, wir wollen sie ja reißen. Ach so. Er traf auf zwei sich bekämpfende Kodos unter einem riesigen Drachen. Gewitzt wie er war, lag er auf der Lauer und wartete, bis einer den anderen besiegen würde.
Als der schwächere Kodo starb, sprang der Wolf hervor und versuchte ihn zu fressen. Doch der andere Kodo war über den ungestümen Wolf so aufgebracht, dass er ihn schnell tötete, bevor er fressen konnte. Das war das alte. Ich dachte schon, das ist verblasst und ich muss so schnell lesen, aber das war das alte. Mokra! Aha. Die Moral von der Geschichte. Wie, du bist noch nicht fertig? Ich bin schon fertig. Ah, ich kann das Fahrzeug verlassen, okay. Das Fahrzeug Wolf. Zerstört 12 verfeinerte Elementare. Ihr könnt wütende Erdwächter oder belebte Wasserwächter töten. Da. Okay. Da. Also das finde ich ja jetzt echt interessant, was hier vor OG abgeht. Ja. Und weißt du denn da, was wird sich da OG danach wieder verändern? Also was ich jetzt mitgekriegt habe, da kriegt Jaina weiße Haare, weil sie so wütend wird über Garrosh. Du weißt, wer Jaina ist. Ich glaube schon. Diese eine da in Terramor, die da. Ach ja. Zauberin. Ja. Hast du nicht Warcraft 3 gespielt? Wenig. Muss ich ja zugeben. Verlasse das Let's Play. Okay, es sind eh 16 Minuten. Oh, ja, okay, dann verlassen wir jetzt wohl das Let's Play. Wie du dich einfach umdrehst und stehst. Oh! Ich muss sofort stehen bleiben. Okay, ja, in der nächsten Folge. Was machen wir in der nächsten Folge? Zischel? Nee. Donner von unten und Warnungen nicht beachten, richtig? Ja, und die anderen vielleicht auch. Ja, vielleicht. Vielleicht schaffen wir es. Das wird sehr lange dauern, ob wir das schaffen. Wir werden es erleben. Ich danke euch fürs Zusehen und der Pantiputter auch. Und wir sagen bis morgen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.